Auf der Heimtextil in Frankfurt findet man die neuesten Trends in Sachen Wohnen. Von Stoffen über Tapeten bis hin zu Bodenbelegen. Hier ist für jeden etwas dabei. Da ließen es sich auch einige Promis nicht nehmen, mal vorbeizuschauen. Zwar kennt man sie eher aus der Modewelt, doch auch in Sachen Heimtextil sind viele bekannte Persönlichkeiten sehr erfolgreich. Unter ihnen ist auch Pompös-Designer Harald Klöckler. Er hat seine neueste Tapetenkollektion vorgestellt. Und so, wie man es von ihm gewöhnt ist, sind auch seine Tapeten nicht für jedermann. Meine Tapeten sind seit vielen Jahren mit die erfolgreichste Kollektion in Europa und weltweit in über 80 Ländern zu haben. Und es gibt sehr viele Menschen, die etwas Opulentes, etwas Besonderes suchen. Und genau für die mache ich das. Jeder, der etwas Besonderes mag, der etwas Opulentes mag und der zu Hause eben nicht in Langeweile sitzen möchte, sondern gerne ein bisschen Glanz zu Hause hat. Auch Michael Michalski ist unter die Tapetendesigner gegangen. Seine Kreativität holt er sich vom urbanen Leben und allem, was damit zu tun hat. Er richtet sich mit seinen Kollektionen an moderne und aufgeschlossene Menschen mit einem gewissen High-Class-Geschmack. Doch sein Besuch auf der Heimtextil liegt ihm auch persönlich sehr am Herzen. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Heimtextil die wichtigste Leitmesse der Welt im Bereich Heimtextil ist. Das sagt ja auch schon der Name. Und das ist für mich als Designer natürlich sehr interessant zu sehen, denn ich kann mir natürlich in der Zukunft auch noch vorstellen, neben Tapeten eben auch Heimtextilien zu machen, von Bettwäsche, Handtücher über Vorhänge, Kissenbezüge, Möbelstoffe. Wer das schon geschafft hat, ist das internationale Model Eva Pattberg. Für neue Designs ihrer Möbellinie ließ sie sich bei der Heimtextil inspirieren. Ständig im Rampenlicht mag es Frau Pattberg zu Hause aber eher ruhig. Für mich ist das Wichtigste erstmal, wenn man bei mir zu Hause ins Wohnzimmer kommt, dass es gemütlich ist. Ne? Also ich möchte einfach für mich, dass ich mich fallen lassen kann, dass es eine gewisse Art von Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt, aber auch für meine Gäste, die ich empfange. Und ich bin jemand, der gerne Leute zu sich nach Hause einlädt. Ich koche abends für Freunde oder wir haben auch Leute, die dann zum Übernachten kommen, egal ob nach Berlin oder in die Uckermark. Da ich selber viel auf Reisen bin und weiß, was für mich so wichtig ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin, versuche ich das dann eben zu Hause auch meinen Gästen und mir selber auch mitzugeben. Na, bei der größten Heimtextilmesse der Welt gab es bestimmt genug Anregungen für ein gemütliches Zuhause. Genau.